zwar keine Effekte, aber das sind Plugins, die ich immer installiert habe und die ich immer benutze. Bei euch müsste es noch übersichtlicher sein. Bei mir ist hier ein bisschen Katastrophe, ist aber auch egal. Hier ist es ja auch nochmal alles aufgeteilt. So, und wir wollen jetzt auf die Kick. Auf die Kick. Wir wollen jetzt erstmal die Kick einzeln spielen lassen. Das heißt, wir machen auf dem Punkt hier von der Kick, hier dieser grüne Punkt, Rechtsklick. So, dann hören wir die, nur die Kick. Wenn wir jetzt Steuerung drücken und dann auf den Punkt drücken, Doppelklick, dann hören wir wieder alles. Aber wir wollen nur die Kick hören. So. Also, wir machen mal Linksklick und packen da jetzt einen Hall rauf. Natürlich muss man wissen, was hier was ist. Aber ich mache das erstmal, ich glaube, weil das einfacher ist, öffne ich das mal lieber visuell. Also, dass man hier das, die ganzen Plugins schön sehen kann. Einfach mit Rechtsklick hier draufklicken. Zack. Und da haben wir hier zum Beispiel den Fruity Reverb 2. Einfach mal durchskippen, hier zum Beispiel bei Delay und Reverb. Da müsstet ihr es eigentlich finden, Fruity Reverb 2. Einfach hier raufziehen. So, wir haben jetzt das Plugin hier raufgezogen. Das ist ein Effekt-Plugin, also kein Instrument, sondern ein Effekt. Wenn wir jetzt mal hier auf 2 skippen, zack, sehen wir, Reverb ist weg. Wir gehen mal wieder auf 1 und wir machen mal Play. Wir hören ja immer noch nur die Kick. Und wir hören natürlich, die Kick hat einen Hall. Wir können jetzt den Hall ein bisschen einstellen. Das ist auch wieder so eine Sache, ihr müsst nicht sofort alle Plugins auswendig können, das ist kein Problem. Macht erstmal in Ruhe Musik, scheiß auf die Effekte, scheiß auf das Mixe einteilen. Aber wer das möchte, darum erkläre ich das ja jetzt. Wir können jetzt zum Beispiel hier den Hall lauter machen oder etwas leiser machen. Die Zieze. Die Zieze können wir ein bisschen kleiner machen, dass das so ein bisschen ist wie so ein kleiner Raum. Dann die Länge des Reverbs können wir komplett kurz machen. Dann haben wir so eine etwas stereohafte Kick. So. Und jetzt drücken wir wieder Steuerung, Doppelklick und dann hören wir wieder alles. Nicht vergessen, das ist der Step Sequencer und wir wechseln hier auf die Playlist. Hier können wir auch, wie gesagt, ist ja ein Mixer, die Lautstärke von den Instrumenten, regeln. Und was ich finde das ein bisschen zu laut. Was ist denn hier was? Das ist ein bisschen zu laut. Klavier ist ein bisschen zu laut. So, ich will jetzt gerne auf diesem schönen Geklimper auch einen Hall haben. Das heißt, Rechtsklick und dann Fruity Reverb 2. Vielleicht ein bisschen größer und lauter der Hall. So. Hier kann man sich das bildlich vorstellen. Das ist sehr schön. Sollte das Fenster nicht da sein, dann einfach hier von links, von rechts nach links ziehen. So. Dann habt ihr das Fenster. Bisschen länger der Hall. Und jetzt können wir wieder alles spielen lassen. Zum Beispiel. So, haben wir das Ganze jetzt nun eingeteilt auf Mixer. Wir können das Ganze übrigens hier auch eine Farbe geben. By the way, so. Wir machen einfach mal Rechtsklick drauf. Rename Color and Icon. Können wir hier eine Farbe geben, wenn wir hier raufklicken. Und hier, hier, dieser schöne Pfeil. Ein Icon. Machen wir so eine schöne Note unter das Ganze. Was ist das überhaupt? Das ist die Kick. Ups. Komplett verschrieben hier. Kick. Sag mal, Kick ist richtig so, ich bin doof, Entschuldigung. So, zack, haben wir das Ganze ein bisschen, ja, schöner gemacht. Das kann man natürlich jetzt hier mit allen Mixern machen. Wir können zum Beispiel auch Steuerung drücken und hier die Kanäle markieren und alles gleichzeitig leiser machen. Das kann auch zum Vorteil sein. Also einfach mal ein bisschen ausprobieren, die ganzen Features, die ganzen Kleinigkeiten rumgucken. Ihr werdet das im Laufe des Musikmachens, euch ein bisschen mit FL Studio beschäftigen. Wenn ihr das getan habt, dann werdet ihr euch auch ein bisschen, ja, damit auskennen und, neue Sachen kennenlernen.
Die ganzen Kanäle gehen hier übrigens auf dem Master drauf. Das heißt, wenn man jetzt alles leise machen möchte, kann man das hier. So, also das zum Step-Sequencer mit den Plugins reinladen, mit den Sounds reinladen und mit, naja, mit den Patterns hier erstellen. Wir können das jetzt auch komplett hier markieren und Shift drücken und dann kopieren. Wir können das Ganze natürlich auch ausrendern, das heißt, wir speichern das mal ganz kurz als MP3-Datei. Aber markieren, nochmal Shift drücken, haben das kopiert. So, wie lang geht das? Das geht 26 Sekunden. Gut, ist ganz schön für einen Song. Machen wir so. Können auch hier so ein bisschen rumspielen noch, aber für den Anfang müsst ihr euch mal erstmal selber rumprobieren. Das, wie gesagt, ist ein Anfänger-Tutorial. So, wir rendern das mal ganz kurz aus, indem wir hier in die Playlist gehen. Das ist nämlich ganz wichtig, sonst rendern wir hier unsere Set-Sequenz aus. Also nicht so, sondern in die Playlist. Mit diesem Knopf da. Und dann machen wir Folgendes. Wir gehen auf File, Export und dann wählen wir hier unser Format aus. WAV ist zu empfehlen, ist bloß ein bisschen groß und wird auf Handy nicht abgespielt. Darum für den Anfang erstmal MP3. Also MP3 einfach speichern, sagen wir auf dem Desktop, Name, erster Song und dann speichern. Dann kommt dieses schöne Fenster hier und da gibt es noch ein paar Einstellungen, die sind aber auch für einen Anfänger unrelevant. Und dann drücken wir einfach auf Start. Zack, so schnell ausgerendert, da zählt er die ganzen Pattern, das sind insgesamt 16 gewesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Moment, 8, 16. Ah ja, das sind hier die 16 Bars, 1, 2, 3, 4 und 4, 8, 12, 16, genau, 16 Bars, so rum. Ja, jetzt hat er 16 Bars ausgerendert, das können wir natürlich uns jetzt auch anhören. Muss ich das jetzt suchen? Ich glaube nicht. Ihr glaubt mir das, dass man sich das dann anhören kann. Ich habe es ja gerade gespeichert. Ja, und dann habt ihr erstmal schon euren eigenen kleinen Song. Jetzt müsst ihr halt nur noch ein bisschen mit Noten auskennen und ein bisschen mehr mit den Plugins und mit den Effekten rumspielen und dann könnt ihr eigentlich schon relativ gute Musik machen. Also wünsche ich euch noch natürlich viel Spaß damit. Und solltet ihr Fragen und sonstige Probleme haben, einfach in die Kommentare schreiben. Ich versuche sie zu beantworten. Eventuell kommen noch auch andere Tutorials. Ich hoffe einfach mal, dass ich dieses Video hochladen werde, weil ich schon so viele Tutorials angefangen habe und ich war nie zufrieden damit. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und danke, dass ihr dabei wart. Euer Ich.